Kaffeemaschine gleich mal daneben. Heizung passt ja hier hin. So, Raum ist auf jeden Fall schon mal warm. Die Uhr. Hier hin. Eine brauchen wir ja. Das haben wir schon. Wasserspender müsste noch Platz sein. Das Radio ist bestimmt noch Platz. Und eine Kaktusse müssen wir auch noch hier reinkriegen. Alles klar. Haben wir. Dann können wir mit ein bisschen Kunst arbeiten. Hier ist Platz für Kunst. Da ist Platz für Kunst. Hier ist auch noch Platz für Kunst. Bauen wir hier noch eine Tierzeichnung ein. Und hier vielleicht ein Bänder. So. Also wenn der Raum nicht schön ist, weiß ich aber auch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, Mitarbeiterübersicht. Wie nehmen wir denn? Wir müssen gucken, dass die Leute, die hier arbeiten, schlecht ausgebildet sind. Drei, vier, fünf. Doch, sind fünf Leute, die in Ausbildung sind. Alles klar. Das heißt, du müsstest ausgebildet werden, du müsstest ausgebildet werden, ne? Gerade sagen, der sieht aber so ein bisschen aus wie meine Spielfigur, oder? Weil die anderen sind ja alle auf 70, da muss ich mir ja keine Gedanken machen. Die werden ausgebildet und er hier... Komm mal her. 4 von 10. Ist nicht so geil. Haben wir denn auf dem Arbeitsmarkt aktuell Programmierer? So, das ist der Start für Programmieren für Anfänger. Da müssen wir gleich noch einen reinsetzen, ne? Ansonsten ist hier gerade nicht viel los. Wir haben Weihnachtsgeschäft, wir haben einmal Entwicklung, einmal Soundstudio und einmal Motion Capture. Indie-Spiele wurden freigeschaltet. So, da übernehmen wir mal eben eine Auftragsarbeit, weil uns geht es finanziell so schlecht, weißt du? Was habe ich gesagt? Soundstudio. Ihr könntet noch einen haben. Wie schaut es hier gerade aus? Hardware, Technik für Fortgeschritten. Alles klar. Game Testing. Was macht ihr denn? Für den letzten Command & Conquer Reihe. Wie ist die denn? 45. Dann hau doch mal eine Demo da raus. Komm. Oh. Habt ihr eigentlich schon Game-Berichte angefordert? Spielberichte erstellt? Alles schon da, alles klar. Viele Fans sind begeistert von Alarmstufe Rosa. Alles klar, was wollen wir denn mehr? Ihr seid noch am Arbeiten, ne? Läuft. Was habt ihr sonst noch zu tun? Nix. Gameplay-Feature kann erforscht werden. VR-Helm, ja, dann machen wir den. Tina, Mahlzeit und Kaffee für alle. Sehr gerne. Wobei, ich habe hier Tee. Plus 18. Cool. Engine-Gebühren. Na gut, dass wir unsere Engines verkaufen, wa? Ich denke, wir gehen gleich mal in den Exklusivvertrag. Doch, das ist das Beste, was einem passieren kann. Schön Exklusivvertrag machen. Mhm. Nichts passiert, ne? Viel schlimmer ist, wir können die Räume ja auch noch. Gibt es da eine Zentrallösung für? Oder müssen wir jetzt alle Räume ausstatten? Weil wir sind hier immer noch in Raum Level 1. Weißt du, das ist ja auch nicht so geil. So, einmal schön machen hier.
Klos und so weiter, da gibt es ja nichts Neues. Hier, die können zum Beispiel auch mal einen schöneren Raum kriegen. Das hier wird bestimmt sehr teuer. Aber sieht natürlich um Längen besser aus. Ihr könntet eigentlich auch mal was Neues bekommen. Ich befürchte, das wird mich jetzt ruinieren, oder? Das war teuer. Das war teuer. Wie sieht es denn bei euch aus? Können wir euch auch mal auf den neuesten Stand bringen? Sehr gut, schöne große Fernseher. Hier, das wird auch nicht gerade billig. Sehr gut. Ihr müsstet auf Stand sein. Und was ist hier? Hier habe ich aber auch schon alles auf Stand gebracht, oder? Auch noch nicht. Oder ist das gerade erst passiert? 17.000er, das muss ja ein Mörderspiel gewesen sein. Leck mich fett. So, ihr kriegt auch mal einen neuen Raum. Und den Luxus nehmen wir uns einfach. Weißt du? Können wir hier irgendwas upgraden? Und was ist hier? Teuer, das war teuer. Wie viele Leute arbeiten hier? 4. Nehmt doch mal eine Auftragsarbeit an. Das schafft ihr. Ich bin da sehr zuversichtlich. Läuft. Command and Conquer. Machen wir mal ein Internet. Macht keinen Sinn, ne? Wir müssten da gleich eine TV-Werbung machen. Müssen wir aber auch wirklich mal machen, weil das läuft ja überhaupt nicht, das Zeug. Lohnt sich das? Guck mal hier. Warum ist denn das so schlecht? Das geht doch nicht. Hier können wir noch einen Programmierer einstellen. Sehr gut. Weil, dann machen wir Folgendes. Wir haben ja unter G, haben wir ja die Möglichkeit, eine Gruppe zu bilden. Dann nehmen wir jetzt mal eine Gruppe, nehmen die Programmierer. Ja, genau. Jetzt geht der Monitor auf schwarz. Was ist los, Monitor? Kein Bock mehr? Oder brennt die Grafikkarte schon wieder? Das Blöde ist, dass ich jetzt zwei Teams habe, ne? Die, ist auch nicht so geil. Weil ich zwei Ausbilderteams habe, deswegen weiß ich jetzt nicht, wer wo ist. Komm mal her. Weiß mir gerade nicht anders zu helfen als so. Jetzt versuchen wir es nochmal über G. Jetzt müssten wir unter den Programmierern ja welche haben, die nicht wissen, wo sie hingehören. Das heißt, du kommst in die Gruppe, du kommst in die Gruppe. Du. Und du und du. Und diese Gruppe 1, ne? Das ist jetzt die Motion-Ausbildung. Das heißt, die 5 werden ausgebildet für Motion Capturing. Passt, ne? Dann machen wir jetzt eine Gruppe 2 auf. Und da suchen wir uns alle Programmierer raus, die aktuell in Ausbildung sind. Das sind dann die da oben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann diese Gruppe 2. Das ist die Ausbildung Programmierer. Die lassen wir auch in Ruhe. Ne? Das sind alle die da oben. Lebt eigentlich meine Reihe noch? Welche Reihe? Ich weiß nicht. Wann spielst du denn mal? Ich warte da immer drauf, dass ich mal eine Info kriege, dass du das auch mal spielst. Du hast das groß angekündigt, weißt du? Wolltest mich hier in Grund und Boden spielen? Ich kann mich da genau dran erinnern. Hast du gesagt... Ja, mag sein, dass du nicht dabei warst, aber ich kann mich da genau dran erinnern. Ja.
Game Testing. Wie viel haben wir da? 16, 16. Das heißt, wir haben hier zwei Game Tester. Es wäre ja schön, wenn wir die auf 5 hochkriegten, oder? In welche Reihe meinst du denn? Ansonsten 5 Game Design für Anfänger. Da ist nur einer drin? Need for Weed und Bobby Car Dings da. Also wenn mich nicht alles täuscht, kann ich hier Need for Weed lesen. Need for Weed 2 LSD macht die Ampel lecker grün. Beantwortet das deine Frage? Ansatzweise vielleicht. Weiß ich nicht. Ich kann das ja mal so machen wie Gronkh. Leute, ihr müsst auch mal zugucken. Ja, nicht nur immer reinschreiben in den Chat. Ihr müsst auch mal gucken. Hört sich das wie Gronkh an, wenn er wieder einen guten Tag hat? Ich habe heute einen guten Tag. Ich habe heute schon aufgenommen. So. Ich könnte ja mal gucken, was habe ich denn? Wir müssen ja auch mal Geld verdienen, ne? Für den Pferdehof-Tycoon gab es ja schon... Das ist eine Wirtschaftssimulation. Wir entwickeln, glaube ich, mal Pferdehof Tycoon 2. Ich mache mal eine Fortsetzung raus. Das ist ein F. Pferdehof Tycoon 2. Kennt sich jemand mit Pferden aus? Du, guter Tag, spiel doch mal The Witcher. Ja, ich glaube, Witcher 1 würde auf diesem Rechner funktionieren. Witcher 3 funktioniert aber auf diesem Rechner. Bekanntlicherweise nicht, also insofern versuche ich es gar nicht erst. Gut, dann starten wir mal ein Spiel entwickeln. Es ist eine Fortsetzung. Ich hoffe, dass mir jetzt keiner hier einen Strich durch die Rechnung macht. Pferdehof-Tycoon hier, der fette Lipizzaner. Game Designer. Ja, du bist der Beste. Du wirst auf jeden Fall genommen, alles klar. Das waren Wirtschafts-, Sportwirtschaft. Na, das soll mir was geben. Ist das jetzt ein Sportgame oder ist das eine Wirtschaftssimulation? Man weiß das nicht so genau. Auf dem Handy kann man das nicht lesen. Ach so, sitzt wieder in der Kasse und guckst mir zu, wa? Das geht doch nicht. Ich habe Urlaub, lieg noch im Bett. Ja, dann steh mal auf und guck mich vernünftig. 13.39 Uhr noch im Bett liegen. Du könntest auch mal einen Haushalt machen. So. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig geschrieben. Wir gehen mal eben durch, bevor ich mir was einfallen lasse. Ein Lizenzspiel machen wir ja bekanntlicherweise nicht raus. So. Wir haben dafür eine Engine, ne? Das mache ich gerade. Hallo aus dem Lurk. Kublivians, ich grüße dich. Hallöchen. Wir nehmen hier die PC 3D, klar, weil wir sind ja ziemlich gut, was die Dinger da angeht, ne? Die Drecksbude muss mal wieder gesaugt werden. Ich sage dir, kannst du bei mir gleich weitermachen. Wir kaufen mal eben alle Dev-Kits und dann gucken wir mal, was machen wir denn. Also wir haben ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Hau halt, läuft nicht weg, okay, wenn es anfängt zu leben, dann schon. Ich meine, ich hätte letztens was begrüßt, aber vielleicht höre ich auch einfach nur Stimmen, man weiß es nicht genau. Ach ja, ich hatte ja das Problem, dass meine Engine schon auf Technologiestufe 4 ist. Scheiße.
Das heißt, ich habe ja kaum Marktmacht. Die Frage ist, sollte ich mal eben eine Engine mit mehr Möglichkeiten machen? Gekaufte Engines haben wir keine. Weil, ne, hier, wir sind nicht Engine. Also wir sind von der Technologiestufe so hoch. Hier wollte ich gucken. Marktanteil. Weil das Problem ist, wir könnten hier für den Pretendo was machen. Der hat immer einen Marktanteil von 87%, aber nur Technologiestufe 2. Ich glaube, wir sind einfach zu schnell, was unsere Engines angeht. Weißt du was? Ich produziere mal eben eine schlechte Wirtschaftsengine. Es geht ja schnell, eine Engine entwickeln. Und zwar eine Engine. Das ist die... Fuzzlebyte Wirtschaft... Tech Stufe 2. Die machen wir mal so ausnahmsweise. Das heißt, wir machen alles rein, was so bis Tech Stufe 2 geht. Damit wir einfach eine größere Marktmacht haben. Es könnte gut sein, dass wir einfach viel Geld verlieren und nicht weiterkommen, weil wir einfach auf den falschen Plattformen aktuell noch unterwegs sind. So. Die kann man natürlich wieder lizenzieren, wenn man möchte. Dann kommt ein Programm. Du musst ein Spezialgenre, ein Spielgenre wählen. Ja. Das war für eine Wirtschaftssimulation. Und als Spezialplattform. Marktanteil. Spezialplattform. Das ist eine Dreier. Na gut, wir können natürlich PC machen, ne? Ja, komm, das geht schon. Alles klar, dann entwickelt die mal eben. So, was haben wir denn an Aufträgen? Entwicklung, na gut, die haben gerade was zu tun. Dann läuft das hier ganz gemütlich. Können wir mal eben gucken, was haben wir denn auf dem Arbeitsmarkt? Game Design ist keiner, Programmierer ist noch einer, den brauchen wir aber nicht. Grafikdesign sind ein paar gute dabei. Aber da sind wir schon in der Profi-Ausbildung. Game Testing könnte ich noch zwei gebrauchen. Game Design und Game Testing. Aber alles leer gekauft. Alles klar. Weil ihr seid zu fünft, ne? Ihr werdet ausgebildet. Wobei, einen Programmierer könnten wir eventuell doch noch gebrauchen. Dann hätten wir hier schon mal fünf drin. Aber Programmierer war nur so ein Nix-Könner, ne? Ah, 37. Ach komm, was soll's. Hier, arbeite. So. AT ist auch gut. Wo wir bei Kaffee waren. Was ist los? Ach, schon wieder eine Lizenz. 1 Million? Naja, geht, ne? Why not? Kohle nehmen wir ja immer mit. Also entwickelt haben wir sie eh. Also insofern, wenn wir damit Geld verdienen, warum nicht? So, Engine ist fertig. Dann können wir ja jetzt endlich mal ein Spiel programmieren. Spiel entwickeln. Die Fortsetzung von Pferdehof Tycoon. Das sind 8 Jahre Unterschied. Ist ja krass. So. Das bleibt. Wirtschaft bleibt. Das müsste besser werden.
Als Engine nehmen wir die neue Wirtschaft Tech-Stufe 2. Und damit haben wir nämlich die Möglichkeit, einmal nehmen wir 87